Das Wasser eines Vulkankratersees bei Neapel hat sich rot verfärbt. Der See befindet sich inmitten der sogenannten Phlegräischen Felder, einem rund 10 mal 15 Kilometer großen Gebiet am Golf von Neapel mit hoher vulkanischer Aktivität. Es ist einer der größten und potenziell gefährlichsten Vulkane Europas. Überall in der Region dampft es, die Erdbebentätigkeit nimmt seit Jahren zu, der Boden hebt sich. Erst Ende März wurde in der Region ein stärkeres Beben verzeichnet. Bewohner befürchteten daher zunächst vulkanische Aktivitäten als Ursache für die Verfärbung. Wissenschaftler sehen aber eher eine Algenart als Ursache, die sich aufgrund eines hohen Nährstoffeintrages gut vermehren konnte. Auch bei Seen in Mitteleuropa kommt diese Rotverfärbung immer mal wieder vor.